Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist GV und ich geleite euch heute durchs Omnotron Defense System. Ihr habt eingeschaltet bei Solo Backenfutter. Ja, das ist so ein kleines Projekt von mir, was ich am Starten bin, denn mein WoW-Account läuft noch wohl bemerkt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den wirklich noch weiterlaufen lasse. Aber was tut man aus Langeweile? Man legt ein paar Oldschool-Bosse und den Anfang mache ich im Blackwing Descent. Ja, wie ihr seht, bin ich gerade noch ein wenig am Trash machen und am Aufräumen. Und ich zeige euch heute so ein bisschen, wie ich das Ganze angehe. So, spulen wir nochmal eben vor. Als erstes haben wir den Arcanotron. Ja, der spawnt unter sich die Storm Generation. Wir warten noch mal ab, dass sie hier gleich auftaucht. Das ist einer der Punkte, wo man ein bisschen aufmerksam sein muss. Denn wenn er da drunter stehen bleibt, macht er mehr Schaden. Da ist die Zone schon. Mal kurz gucken, wie doll haut dazu. Das ist schon ordentlich. Gehen wir mal raus. Ich versuche mal, ob ich die Zone vielleicht ausnutzen kann, ohne dass er irgendwie mich gleich zu breit klopft. Ja, zum zweiten macht er halt Arcane Inhalator. Der kann zwar unterbrochen werden, macht 48 bis 52k Schaden, nur ich komme da hier nicht zu. Und jetzt haben wir auch Magmatron, der gespawnt ist. Das bedeutet für mich, Finger weg von Arcanotron. Bloß nichts mehr machen, einfach so laufen lassen. Ansonsten killt ihr euch, wohl bemerkt. Denn ab 50 Energie bekommt er Power Conversion. Und durch jeden Angriff kriegt er einen Stack. Konvertierte Kraft heißt sie, glaube ich. Und der Buff lässt den Po-Stack so gesehen 10% schneller und mit 10% mehr Schaden angreifen. Ganz böse Geschichte. Los, die Finger lassen jetzt von Arcanotron, sondern einfach auf Magmatron konzentrieren. Magmatron, der kann an sich nicht allzu viel. Der lässt halt die Festung brennen. Macht ordentlich hier Wind um nix. Ja, das Einzige, was er halt eben zum einen macht, ist Einäschern. 4 Sekunden lang 15.000 Feuerschaden macht das Ganze. Kann man auch nicht verhindern oder kicken oder weiß der Geier. Und wir haben ihn auch noch Elektron jetzt. Wir werden so jeden Boss hier, denke ich, einmal sehen. Ja, Magmatron hat ansonsten eine Zielerfassung. Die kann ich auch nicht ausweichen. Damals musste man in der 10er-Gruppe eben oder in der 25er aus der Gruppe rauslaufen, damit der Schrein nicht in die Gruppe geht. Nur mein Leben, damit er nicht in die Gruppe geht. Allerdings ist das hier ja wurscht. Das können wir so machen. Jetzt wechseln wir von Elektron auf Toxitron. Zu Elektron habe ich jetzt gar nichts mehr gesagt, aber gibt auch nicht allzu viel zu sagen. Der hat einen Debuff-Blitzableiter, den hatte ich gerade eben zeitweise drauf. Der tut aber überhaupt nichts. Der hat damals auch Gruppenschaden verursacht. Das war aber nicht so wild. Und ja, sein statischer Schock mit 30.000 Schaden, die kann man auch noch gut aushalten. Und jetzt haben wir eben noch die letzte Runde, das ist Toxitron. Der macht einmal diese grünen Zones, den kann man aber schön ausweichen, indem man halt zum einen entweder einen Sprint nutzt oder eben einen Blink, einen grünen Blink. Ja. Die Apps kriegt man auch schnell durch Moonfire versorgt. Jetzt kriege ich nochmal ordentlich Schaden rein, weil ich einfach durchpumpe. Und das war es auch schon. Mehr gibt es nicht zu sehen. Bis zum nächsten Boss. Vielen Dank fürs Einschalten.